schauen wir einfach, was uns da erwartet. Die Kutschen ist da, das heißt, wegkommen würde man wieder von da. Wo geht's denn da überhaupt hin? Da gehen Stufen runter, wo geht das hin? Da gibt es ein Gleis. Okay. Da geht es auch irgendwo hin, keep out. Vergessen. Gassen, Jungen, Bettler, Waisen. Wer spricht für sie? Ja, wer spricht für sie? Jetzt müssen wir aufpassen, dass dieses Anwesen nicht bewacht ist. Das macht mich. Dieses Anwesen ist eigenartig schön. Doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. Vor allem, es ist nicht bewacht, das ist das Komische. Wieso stehen da keine Wachen? Chindosh. Chindosh. Betritt das Maschinenhaus. Na gut, machen wir das. Ob das jetzt gut ist oder nicht, zeigt euch gleich das Licht. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosch gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Jindosch, bevor er seine Armee mechanischer Soldaten baut. Okay. Wir geben unser Bestes. Zeit, für ihre Taten zu bezahlen, und vielleicht finde ich Sokolov. Geh mir voll fressen. Was haben wir denn da? Glas, 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 Glas. Edermeier Tinktur. Können wir nicht nehmen. Okay, sind wir eh voll. Da steht der Koffer, ein Gepäck. Oh, Audiograph. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Ah, eine Drohung. Alles klar. Lasst uns kalt. Wir werden sterben. Wir werden mit Sicherheit sterben, aber was haben wir da? Ist nur eine Schreibmaschine. Oh. Mechanische Soldaten versteigert. Auf einer von Kirin Jindosch abgehaltenen Auktion versteigerte der Großerfinder zwei seiner neuesten Apparate. Fabelhafte mechanische Soldaten, die man so noch nie zuvor gesehen hat. Die mechanischen Wunder erzielten nach einem harten Bieterkampf einen erstaunlich hohen Preis. Jetzt kann die wohlhabende Schicht sich und ihre Besitztümer mit unvergleichlicher Kraft und in außergewöhnlichem Stil schützen. Vor dieser Auktion genossen nur wenige Personen wie Herzog Luca Abele und in letzter Zeit auch unsere neue Kaiserin einen derartigen Schutz. Im Rahmen einer von den genialen Naturphilosophen selbst organisierten Vorführung konnte ich mich davon überzeugen, wozu seine mechanischen Soldaten imstande sind. Wehe jedem Eindringling oder Schurken, der ihren Weg kreuzt. Ich wage zu behaupten, dass Kirin Jindosch eine Möglichkeit gefunden hat, Kriminalität ein für allemal abzuschaffen. Na, ich bin neugierig. Ich denke, wir werden früher oder später so und so Bekanntschaft machen mit diesen Soldaten, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht sollten wir einfach nur ein bisschen leise sein. Okay, da kommen wir in den nächsten Raum. Da ist so ziemlich alles automatisiert. Anscheinend gibt es da kein Personal. Was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich ein Torso, irgendeine Brust oder irgendwas, weil da kommen die Hände dran. Wahrscheinlich da unten die Hüften, die Füße. So, was ist denn das? Positionierungshebel. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh.
Sir. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die rasiermesserscharfen Klingen. Wahlbildtanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Machen Sie weiter, Fremder. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay, so schaut das halt dort also aus. Okay, so war es vorher. Aber das ist schon cool gemacht, muss ich schon sagen. Also. Hallo, Fremder. Patrouilliert da auf und ab. Na, ich möchte mir das alles ein bisschen in Ruhe anschauen. Was haben wir denn da? Das sind anscheinend die Gesichter. Seien Sie nicht unhöflich. Zeigen Sie sich. Ja, jetzt wart doch einmal. Temperatur des Öltanks. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Das ist also der Kopf. Okay. Ja, Sie sind fast am Ziel. Kommen Sie in die Galerie, damit ich Sie sehen kann. Wenn das läuft, wird die Maschine machen. Jetzt fange ich an zu verstehen. Ich lade Sie ein, mich persönlich zu treffen. Kommen Sie zur Glastür, hier in der oberen Halle. Ja, aber ich gehe nicht da drüber. Ich gehe da außen vorbei. Hab kein Vertrauen zu diesen. Da sind Sie ja. Faszinierend. Jetzt, wo ich Sie sehe, weiß ich, wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure Kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Ich glaube, er hat es erraten. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin. Von der anderen Seite verschlossen. In meinem Haus ist ein Eindringling. Was? Temperatur wieder normal. Die Maschine soll dann jetzt aktiviert sein. Oh, du Scheiße. Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Alles klar. Nicht autorisierte Person. Shit.
Wiedergabe zerkalt. So, pass auf. Ich muss da. Ui, die sind schnell. Oh, Scheiße, da geht das nicht. Das geht da nicht. Ich dachte mir, ich kann mich da durchzappen durch dieses Lichtding, weil vorher es auch funktioniert bei der anderen, aber dann war das anscheinend ausschlaggebend, dass wir das so manipuliert haben, dass grün war. Dann bist leicht, Jindos. Bis dahin. Mechanische, in meinem Haus ist ein Eindringling. Die Maschine stellt eine unklare... Von der anderen Seite verschlossen. So, die Wochen sind wir auf jeden Fall mal weg jetzt durch den Umbau. Schauen wir einmal, was sagt er denn? Ah, da unten bei dem Lift. Ja, aber da steht die eine Wache davor wahrscheinlich. Gut, müssen wir es rein. Hinweis auf Eindringling wurde registriert. Bin ich lebend rausgekommen. Ja, irgendwie. Irgendwie haben wir es geschafft. So, da kann aber niemand mehr rein. So, da ist jetzt zu. Wunderbar. Wer geht denn da vorne? Da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt wird es kernig. Atrium. So, da haben wir eine Map. Atrium, Gästebereich, Privat, Vorführraum, Labor, Aufzug, Aufzug. Das heißt, soweit ich es verstanden habe, im Vorführraum 4 dürfte sich das Sokolov aufhalten. Atrium, Gästebereich, okay. Wir haben auf jeden Fall einmal die Map. So, was haben wir da? Ehemalige Kaiserin auf der Flucht. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die kürzlich entthronte Kaiserin Emily Caldwin verantwortlich für die jüngsten furchtbaren Mordserie ist. Die ehemalige Monarchin befindet sich mittlerweile auf der Flucht, was unsere Vermutungen hinsichtlich ihrer Schuld und der Verbindung zum Kronenmeuchler bestätigt. Manche gehen sogar davon aus, dass sie diese entsetzlichen Verbrechen selbst begangen haben könnte, da sie die bekanntermaßen von Verschwörern und Mördern großgezogen wurde. Die Sirkonische Garde hat Belohnungen für zu ihrer Ergreifung führenden Hinweise ausgelobt und erklärt, die Flüchtige sofort zu erschießen, falls sie aufgespürt werden würde. Herzog Abele hat kürzlich bekannt gegeben, dass die ehemalige Kaiserin wahrscheinlich ein fairer Prozess erwartet, wenn sie sich friedlich und unverzüglich stellt. Klar, den Abele glauben wir auch den Koffer. Kein Wort glauben wir diesen Koffer. So, ich speichere jetzt einmal, weil jetzt wahrscheinlich werde ich elend sterben. Da sind Wachen. Jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Es wacht von allein auf, wenn ein Kampf ausbricht. An das Personal. Mein geschätztes Personal, heute besuchen uns Mr. Hardross und Mrs. Vivienne, um ein paar mechanische Soldaten zu erwerben. Meine Anweisungen lauten, versenken Sie die Blitzpfeiler im Boden, wir wollen unsere Gäste nicht vaporisieren, stellen Sie ihn nur im Notfall erneut auf. Bieten Sie Erfrischungen an und bereiten Sie nach der Vertragsunterzeichnung das Abendessen vor. Wenn Sie unruhig werden und mich sehen wollen, sagen Sie ihnen, dass ich bald bei Ihnen sein werde und führen Sie sie ins Empfangszimmer. Aktivieren Sie nicht den Mechanismus, der das Empfangszimmer in den Vorführraum herunterlässt. Das erledige ich selbst. Kirin Jindosch. Sie sind blind, aber Sie...
Grundlagen der Mechanischen an alle Einheiten. Nach dem Desaster von letzter Woche gibt der Großerfinder Kirin Jindosch folgende Informationen zu seinen mechanischen Soldaten bekannt. Alle Gardisten haben diesen Bericht zu lesen. Der mechanische Soldat ist mit hölzernen Rüstungsplatten geschützt. Werden die zerstört, sind sie darunterliegenden empfindlichen Mechanismen frei und ungeschützt. Wird einem Mechanischen der Kopf abgeschlagen, greift er jeden in seiner Nähe an, ob Verbündeter oder nicht, im Klartext sie. Dank der teuren Linsen, mit denen Mr. Jindosch alle Mechanischen ausgestattet hat, können sie nach vorne und nach hinten schauen. Denken sie daran, wenn mal wieder einer durchknallt. Wenn es ein Idiot schafft, dicht genug ranzukommen, kann er seine eine kleine Schalttafel neu verkabeln und so ihre Auffassung von Freund oder Feind umkehren. Heißt wieder, sie werden angegriffen. Wenn sie alles im Kopf behalten, sind dem Mechanischen ein Zugewinn, keine Bedrohung. Dritter Leutnant Fiora Diaz. Das haben wir schon einmal gelesen, glaube ich. Unheimlich zu wissen, dass Sie uns vielleicht zuhören. Verstehen Sie uns denn? Nein, nicht mehr als ein Audiograph es tut. Bewegt sie mit Sicherheit. Ach Gott. Der wird sicher lebendig, wenn ich vorbeigehe. Das weiß ich. Hundertprozentig. Wer ist da? Aktivierung. Befehle abwarten! Vector, die Maschine bleibt! Mach sie fertig! Hauptmann! Der Mechanische, der sie erledigt! Scheiße! Komm zurück! Das hier ist ein Shit! Gut. Also wenn die Alarm schreien, wird der Roboter wach. Davor bin ich bei ihm vorbeigeschlichen, hat er eigentlich nichts gemacht. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, so. Wenn sich das Wetter ändert, pflanzt mein Mann vielleicht Tomaten. Die wachsen hier gut. Und die schlechten können wir an die Bergleute verkaufen. Zurück! Aktiviere den Blitzpfeiler! Verdammt! Die Maschine sollte ab jetzt aktiviert sein. Ich messe Ihre Bewegungen. Ich weiß, wo Sie sind. Ich sitze gerne hier, rauche und lasse mir neue Dinge einfallen. Blitzpfeiler ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na, irgendwo. Ah, da geht er. Wie kommen wir denn da jetzt durch? Ich glaube, da war was Verdächtiges. Bereit? Wie bitte? Wird nicht lang. Maschine hat leblos. Wegbleiben! Das hier ist dein Ende! Adlige böse elektrostatische Ladung aus. Du willst kämpfen. Bitte mal aus und einer Leiche abspielen. Übergabe für eindeutige. Nein! Ach, jetzt habe ich den Sechser nicht aktiviert gehabt zum Springen. Naja.
sehr viel Vorrichtungen, sehr, sehr viel Vorrichtungen, nur für mich. Das freut mich. Zu schnell, der reagiert zu schnell, der Blitzpfeiler. Okay, warum konnte der andere, aber warum konnte die Wache durchrennen? Das habe ich nicht ganz verstanden. War der vielleicht in einem Bereich, wo... Sehen wir mal, wie du dich schlägst. Dein Kopf bringt einen guten Preis ins Leben. Fehler erwarten. Wegbleiben. Was ist hier los? Weg da, die Maschine braucht. Was? Alles klar. Sie sollen eins wissen. Das letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Bergdichtier. Jemand verloren. Der Mechanische soll sie erledigen. Hilfe! Bitte mein Auto mit einer Leiche anspielen. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende stärker. Sollen wir kurz speichern? Jetzt haben wir so ziemlich die Dinge erledigt, die Wachen, aber... Diese scheiß Blitzmaschine stört mich immer ein bisschen. Wo komme ich denn, wie komme ich da vorbei? Ah, Sie haben meinen Blitzpfeiler gefunden. Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht Sie überflüssig. Aber den hier behalte ich. Als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Okay. Anscheinend kann ich irgendwie am Glas bleiben. Nein. Okay. Der hat anscheinend eine gewisse Reichweite und diese Reichweite, die haben wir noch nicht ganz im Griff. Also, wobei ich bin jetzt zur Leiche hingegangen. Die Leiche, auf die hat er nicht reagiert, aber ich war nicht mal noch bei der Leiche und schon hat er mich vaporisiert. Die Frage ist natürlich jetzt, die ich mir stelle. Nein! Die Frage, die man natürlich stellt, ist: Was soll der Scheiß? Da haben wir wieder meine ultimative Waffe. Also, wie es immer ist, die Bösen und die Schurken haben immer eigentlich die ultimative Arsenal und wir rennen eigentlich mit Kugelmesser und mit Holzpflock durch die Gegend. Irgendwie. Etwas traurig, aber... Schau, den reagiert er komischerweise nicht. Wir können auf jeden Fall mit bis daher uns bewegen. Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Und so endet das Leben von Emily Corbin. Gescheiterte Das ist immer schön, wenn sich Schurken oder Helden hinter irgendwelche Mechanismen verstecken, weil es einfach zu feig sind, von Angesicht zu kämpfen. Aber ja, so ist es heute. Der Kirin Yindosh ist heute ein feiges Schwein. Als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. So, könnten wir... Eine Hergabe für erfolgreiche Ortung. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Und so endet das Leben von Emily Corbin. Gescheiterte Emily Corbin, Alter, du Trottel.
komm runter und schau mal ins Gesicht, dann stiche ich da deine Koteletten weg und fertig. Aber nicht immer deppert durch einen Lautsprecher reden und alle anderen Maschinen die Arbeit machen lassen. Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht sie überflüssig, aber den hier behalte ich als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Rückkehr zu Leerlauf. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Münzen. Ist da eigentlich irgendwo an Gang? Na. Sokolov, Genie und das neue Zeitalter. Auszug aus einem Buch, das Sokolov-Maschinen detailliert beschreibt. Einer der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen, sie verwenden einen magnetischen Flansch für die Tanks mit raffiniertem Walöl, der sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter oder sogar Wachkadett durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichtwände genauso zu, wie auf die Wagen, die von denen benutzt werden, die reich genug sind, um es sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklungen ist die Unbeständigkeit des Öls selbst. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen die Tanks explodierten, wodurch Mensch und Material zu Schaden kamen. Okay. Wiedereinleitung des Graphits. Und wie können wir die zum Explodieren bringen? Passen wir auf. Jetzt schauen wir einmal, was haben wir denn da eigentlich für Kräfte? Was ist denn das? Domino verbindet menschliche Ziele, damit sie ein Schicksal teilen. Beschwört einen Geist, der Menschen oder Hunde betört. Sieht im Dunkeln besser. Nimmt für kurze Zeit eine schlechter sichtbare Gestalt an. Beschwört einen Schatten von dir, der Gegner anlockt. Baut Adrenalin im Kampf auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Verstärkung und Kräfte. Beschwört einen Geist. Was ist das? Nachtsicht, kann im Dunkeln besser sehen, nimmt für kurze Zeit. Schattensprint. Bei aktivierten Schattensprint wird deine Bewegungsgeschwindigkeit einer Schlechten nicht mehr erhöht. Ermorde bis zu zwei Gegner oder setze sie außer Gefecht. Eröffnet die neue Wege. So. Schattengestalt. So, pass auf. Ich speichere da jetzt mal kurz. Ich möchte nur schauen, ob mir in der Schattengestalt auch diese Maschine trifft. Viele Menschen werden diesen Monat. Okay, anscheinend nicht. Oh, okay. Sollte vielleicht ein bisschen schneller machen. Aber die Schattengestalt löst diesen Blitzpfeiler nicht aus. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir in der Schattengestalt den Hebel ziehen, damit der Pfeiler verschwindet. Es gibt zwei Hebel, an herüben und an auf der drüben Seite. Bin mir jetzt noch nicht klar, welchen ich da ziehe. Ups. Aber der reagiert auf Bewegung, oder? Wenn ich stehen bleibe, war eigentlich nicht so weit, nicht so viel passiert, oder? Probieren wir es noch einmal. Wir haben es ja zum Glück gespeichert. Also meines Erachtens nach, das ist jetzt nur, weil ich mich bewegt hätte. Wir probieren es einfach noch einmal.
Was war das jetzt? Das ist wieder das, ne? Dann entgeht man den Tod und dann stirbt man kurzfristig durch was anderes, weil das Spiel meint, du musst jetzt sterben. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. So, haben wir da irgendein Glas zum Werfen, dass dieser blöde Roboter weggeht? Ja. Hinweis auf Eindringling wurde registriert. So, wir waren einmal auf jeden Fall da, nur das ist der falsche Weg. Wir müssen da hinten zum Dreieck. Wenn ich mir überlege, hat ihre Anwesenheit einiges zu bedeuten. Beeindruckend, dass sie Delilah überlebt und es bis Kanaka geschafft haben. Ganz ohne die Hilfe ihres berüchtigten Vaters. Ich habe so viel geschaffen, dieses Haus und vieles mehr, aber es sind nur die mechanischen Soldaten, die mich berühmt machen werden. Ach, diese Erfinder, einfach nicht normal. Das ist wunderbar. Dunmore hat eine stolze Flotte, doch bald schon sehen sie, wozu eine Armee aus mechanischen fähig ist. Einen guten. Es drängt sich mir eine Frage auf. Wie kommt sie damit zurecht, dass du leider in der Fläche mit Dunmore-Tauern spielst? Robinson Maschine hat diesen Körper identifiziert. Fuck. Scheiße, zu langsam. Au! Was war das jetzt? Sie sind fast da. Kein anderer Besuch hat es so weit geschafft. Sind Sie stolz? Aufgeregt. Und ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes habe. Das schaut irgendwie aus nach Sackgasse. Aber warten wir einmal ab. Zumindest haben wir da ein bisschen eine Ruheposition. Das ist schon mal gut.